du möchtest etwas für einen knackigen Popo machen, dann bist du bei diesem Programm genau richtig. Lass uns gleich starten. Wir beginnen so ein bisschen uns zu lockern. Am Platz die Fersen anheben und schieb dein Becken ein bisschen nach rechts, nach links. Mach dich dabei schon fest im Bauch. Los geht's, so ein bisschen mehr. Locker dich. Nur ein paar Mal. Wir können gleich mit der ersten Übung starten, denn diese Übung sind die Squats, die Königsdisziplin für kraftvolle Beine, aber auch wenn du tief genug kommst für einen knackigen Popo. Also los geht's. Beckenbreiter Stand, wir gehen tief und hoch. Und hier legst du wirklich das Bewusstsein auf das richtig tief nach unten gehen. Tief, noch ein bisschen tiefer wie Becken hoch. Schau mal von der Seite, geh tief und hoch. Und wenn du hoch gehst, dann ziehst du hier in die Muskulatur hinein. Du kannst dabei beim Hochkommen die Gesäßmuskulatur anspannen. Einatmen, ausatmen, tief und hoch. Die Arme nehme ich dazu nach vorne mit, damit ich einen besseren Halt habe, dass ich noch tiefer gehen kann. Tief und hoch und tief. Diese Übung, die wärmt dich gleich komplett auf. Bleib dabei. Noch ein Stückchen tiefer. Wenn du denkst, du bist am tiefsten Punkt, gehen vielleicht noch ein paar Millimeter. Komm an deinen tiefsten Punkt. Tief. Und wenn du hochkommst, spann deine gesamte Rückseite mit an. Bleib dabei, noch fünf mehr. Jetzt spürst du schon ein bisschen die Wärme. Es darf langsam warm werden. Zwei noch. Bleib unten stehen, stopp hier. Komm nochmal an deinen tiefsten Punkt. Nochmal von der Seite. Bisschen tiefer, sogar wie Knie hoch. Mach dich fest im Bauch. Bleibe hier. Nur halten, nur halten, nur halten. Jetzt kleine hochdrücken, hochdrücken. Jedes Mal, wenn du hochdrückst, spann deine Gesäßmuskulatur mit an. Bleib dabei. Jetzt darf es richtig warm werden. Nur noch vier. Noch drei. Die letzten zwei. Und dann komm langsam hoch, nochmal anspannen und jetzt locker dich aus. Gut, ich hoffe, du bist warm geworden. Die nächste Übung fängt an dem tiefsten Punkt von gerade eben an. Stell dich also nochmal beckenbreit hin und komm wieder an deinen tiefsten Punkt und dann vielleicht ein, zwei Zentimeter höher. Du wirst auf jeden Fall deine Position finden. Nimm die Hände entweder an dein Becken oder auch wieder nach vorne. Das gibt dir immer mehr Stabilität. Und dann beginne. Rechtes Bein nach außen. Linkes Bein nach außen strecken und kurz die Fußspitze absetzen. Dein Standbein bleibt ruhig und tief. Du hast dein Becken, dein Gesäß nach hinten geschoben und das ist die Arbeit. Wir arbeiten zwar aktiv im Bein, aber das Standbein, hier arbeitest du in deine Gesäßmuskulatur und das wirst du nach ein paar Wiederholungen spüren. Nach links, nach rechts, nach links. Nach rechts. Wenn du gar nichts spürst, bist du vielleicht zu hoch gekommen. Also nochmal ein bisschen tiefer gehen. Bring dein Gewicht auf die Ferse. Dann bist du richtig hinten. Das Becken zurück. Oberkörper leicht nach vorne. Schultern immer entspannt und tief. Bauch fest. Bleib dabei. Es geht allmählich. Ich spür's ganz, ganz doll. Ich hoffe, du auch. Wenn du was spürst, dann freu dich. Da arbeitet was. Da ändert sich was. Du bearbeitest gerade dein Knackpopo. Bleib dran. Bleib tief und bleib mit dem Gewicht über deinem Standbein. Du setzt das andere Bein immer nur kurz nach außen und holst es wieder ran. Bleib dabei. Und wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr, bleib mit mir dran. Das sind die letzten Wiederholungen. Nochmal ein bisschen tiefer gehen. Tief atmen. Vier noch. Noch drei, jede Seite. Die schaffen wir zusammen. Zwei letzte. Ein letztes Mal danach rechts. Ein letztes Mal links. Komm zurück. Locker dich aus. Super gemacht. Ich hoffe, dir ist warm geworden. Die nächste Übung ist noch eine Übung im Stehen. Dafür komm in den großen Ausfallschritt. Ein Bein vor, ein Bein zurück. Du kommst tief und hoch. Auch hier mit dem Bewusstsein, du arbeitest mehr in die Gesäßmuskulatur. Und zwar auf der Seite vom vorderen Bein. Drücke mehr deine Ferse in den Boden und hebe jedes Mal, wenn du hochkommst, deine Fußspitze leicht an. Das ist ein bisschen wackelig und das ist okay so. Hoch und tief und hoch und tief. Und nach der vorigen Übung wirst du ganz schnell deine Gesäßmuskulatur spüren.
Denk immer wieder dran, dein Ziel ist ganz groß und es ist vor allen Dingen ganz knackig. Knackiger Popo. Tief und hoch. Und tief und hoch. Bleib dabei. Hochdrücken über die Ferse. Dann geht es mehr in die Außenseite. Und hoch und tief. Noch vier und tief. Drei noch und tief. Zwei letzte. Das Gewicht ist auf deiner Ferse. Komm einmal tief und danach einen Schritt vor. Locker dich aus und wechsel zum anderen Bein. Das andere Bein kommt vor. Großer Schritt zurück. Erstmal aufbauen. Und dann kommst du tief und hoch. Diesmal wieder mehr Bewusstsein und Gefühl hier in diese Partie. Um diese Partie besser zu spüren, geh auch hier, wenn du hochkommst, mit der Fußspitze ganz leicht vom Boden. Das wirkt unheimlich. Das sind kleine Nuancen, die wir verändern mit einer riesigen Wirkung. Komm tief und hoch. Und tief und hoch. Und tief und hoch. Immer wieder das Gewicht auf deine Ferse bringen. Vorne die Ferse fest in den Boden schieben. Tief und hoch. Einatmen, ausatmen. Vier mehr, die schaffst du noch. Danach gehen wir schon zum Boden. Puh, zum Glück. Komm einmal tief, kurz halten, halten, halten. Super, komm hoch. Locker dich aus. Und jetzt geht's wie versprochen zum Boden. Komm erstmal in den Vierfüßerstand und komm dann auf deine Unterarme. Das ist ein bisschen entlastender für die Handgelenke. Ellbogen unter der Schulter, Länge die Wirbelsäule. Du nimmst ein Bein lang nach hinten, hebst es erstmal so ungefähr auf Beckenhöhe oder sogar noch ein bisschen höher an. Von hier führe das Bein nach außen und über die Mitte nach innen. Du malst also mit deiner Fußspitze einen Halbkreis nach außen und nach innen. Wichtig für diese Übung ist ganz viel Bauchspannung, dass dein Becken ruhig bleibt und du nur dein Bein bewegst und immer wieder höher kommst, an deinen höchsten Punkt kommen möchtest, jedes Mal. Hier wird jeder Anteil deiner Gesäßmuskulatur bearbeitet, trainiert. Das wirst du auch direkt spüren. Genieße das, was du spürst und ziehe das Training durch. Hoch und tief nach innen und wieder nach außen. An deinen äußersten Punkt und überkreuze nach innen und wieder nach außen und heb das Bein. Einatmen, ausatmen in deinem Atemrhythmus. Denk immer wieder dran, der Atem, der gibt dir Kraft. Die Bauchspannung hält dein Becken ruhig. Weiter geht's hoch und tief nach innen und nach außen. Genieße es. Es dürfte sich jetzt schon sehr knackig und fest anfühlen. Bleib noch ein paar Wiederholungen bei dieser Seite. Bleib dabei. Nach außen und nach innen führen. Nach außen und über den höchsten Punkt nach innen führen. Nach außen und nach innen. Dreimal noch. Die schaffst du noch. Komm mit mir. Nach außen und nach innen. Zwei noch. Nach außen, du wirst merken, dein langes Bein ist ganz schön schwer. Ein letztes Mal nach außen, ein letztes Mal nach innen und dann komm nochmal an den Ausgangspunkt. Das war der höchste Punkt in der Verlängerung aus deinem Oberkörper. Winkel hier dein Bein an, flex den Fuß und weiter geht's. Nach oben, die kleinen Pushes, die geben dir jetzt nochmal den allerletzten Feinschliff für einen knackigen Popo. Bleib dabei, nach oben drücken. Oben, nach oben, immer weiter nach oben wollen. Bleib dabei, fest im Bauch, mach dich fest, länge die Wirbelsäule. Denk dran, was du erreichen möchtest. Schieb hoch, hoch, vier noch, drei, zwei, eins. Langsam auflösen, schieb dich kurz auf deine Fersen zurück. Gib dieser Seite ein bisschen Entspannung. Du kannst auch gerne drüber streichen, das entspannt wirklich etwas schneller. Dann gehen wir zur nächsten Seite. Komm wieder hoch. Komm auf die Unterarme. Nimm dein anderes Bein erstmal in die Länge hoch, vielleicht sogar höher als Becken hoch. Und dann führe es weit nach außen.
hebe es wieder an und führe es weit nach innen. Du überkreuzt den anderen Unterschenkel. Wieder über oben nach außen und nach innen führen. Denk immer wieder dran, dein Bauch ist fest, dein Becken bleibt ruhig, die Wirbelsäule keine Bewegung. Es ist nur dein Bein, das du anhebst und nach außen und innen führst, wie ein Halbkreis. Über die höchste Stelle in der Mitte nach außen und nach innen. Nach außen und nach innen. Und langsam dürfte das Gefühl entstehen, wirklich in deine Rückseite so richtig kraftvoll zu arbeiten. Alles ist angespannt, alles arbeitet, es verändert sich was. Genieße dieses Gefühl nach innen und über die höchste Position nach außen. Mach das noch 4 Mal mit mir. Nach innen, nach außen. Noch 3 Mal nach innen und nach außen. Noch 2 Mal, mach dich ganz lang und nach außen. Letztes Mal nach innen, letztes Mal nach außen. Jetzt komm wieder an den höchsten Punkt. Winkel das Bein an, flex den Fuß und hoch geht's. Ganz kleine Bewegung, das Knie bleibt mindestens auf Beckenhöhe und du schiebst immer weiter nach oben, nach oben. Denk dir einen Magneten, der deine Fußsohle nach oben zur Decke zieht. Hier, bleib dabei. Die letzten Wiederholungen. Halte kurz noch durch. Wenn du das Gefühl hast, es geht nicht mehr, ein paar gehen immer noch. 5 noch, 4, 3, 2, 1. Super gemacht, perfekt. Setz dich auch hier kurz zurück auf die Fersen, um auch diese Seite etwas auszuklopfen und zu entspannen. Sehr schön. Locker dich ein bisschen. Und dann wander langsam zurück. Für die nächste Übung gehen wir in Rückenlage. Also lege dich erstmal so oder setz dich in die Mitte deiner Matte und roll dich langsam ab. Hol jetzt gleich deine Füße ganz nah heran. Kopf lege bitte flach ab. Ganz wichtig, dass deine Halswirbelsäule lang bleibt. Du kannst die Arme gerne so zur Seite nehmen. Das ist immer eine schöne Position. Und dann hebst du langsam das Becken an. Atmest aus. Und einatmen tief. Wenn du tief bist, hältst du immer einen ganz kleinen Abstand zum Boden. Ausatmen hoch, einatmen tief. Und beim Hochkommen spann deine gesamte Rückseite mit an. Ausatmen, einatmen. An den höchsten Punkt und tief. Spüre die Muskelpartie. Immer wieder willst du an den höchsten Punkt. Das Becken ist zwischen den Oberschenkeln und dem Oberkörper. Ausatmen hoch, einatmen tief. Wenn du hochgehst, achte bitte auch darauf, dass die Beine parallel bleiben. Da wollen gerne die Knie nach außen fallen und du hältst sie zusammen. Und ab. Und hoch. Und tief. Aus. Und einatmen. Deine Schultern dürfen auch entspannen. Der Oberkörper ist ganz frei und es ist nur die Arbeit in deiner Rückseite. Und die arbeitet und die pulsiert vor allem mittlerweile, weil du schon so viel geübt hast. Bleib dabei und ab und aus und einatmen. Mach das noch so 5 Mal. Maximal an deinen höchsten Punkt kommen und hoch. Nimm die Kraft auch aus den Beinen heraus. 2 letzte. Und zum Schluss bleib oben stehen. Schau nochmal, die Beine, das Becken und der Oberkörper sollten ungefähr in einer Linie sein. Halte und spann jetzt nochmal zusätzlich die Gesäßmuskulatur so richtig maximal an. Spüre das. Die Muskulatur hält das Becken hier in dieser Linie. Und von hier schieb nochmal ganz kleine Bewegung nach oben. Es reichen ein paar Zentimeter. Hoch, 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 hoch. Genieße das. Jetzt wird's heiß. Es darf wirklich so richtig brennen. Richtig heißes Gefühl. Bleib dabei, bleib dabei. Du hast es gleich geschafft. Hoch,
hoch, hoch. So, bleibt nochmal 4, 3, 2, 1, stopp. Wander ein bisschen enger mit den Füßen, nur ein paar Zentimeter. Löse jetzt zum Schluss, Endspurt, den rechten Fuß, streckt das rechte Bein zum Himmel. Das linke Bein ist das Kraftbein und die linke Gesäßseite, die gibt nochmal alles. Halte, halte, halte. Absetzen. Und nochmal wechseln. Nimm das linke Bein zum Himmel, die rechte Seite arbeitet und die gibt die Kraft für 2. Halten. Halten, halten und den Fuß absetzen. Noch ein letztes Mal mit beiden Beinen hochschieben. Die Gesäßmuskulatur nochmal maximal anspannen. Und dann hast du dir die Entspannung verdient. Leg das Becken ab, spüre kurz nach. Und du wirst gleich den Unterschied merken, wie sich jetzt die Muskulatur entspannt, wie sich alles wieder löst. Bringe jetzt den rechten Fuß etwas mittiger und nimm das linke Bein übers rechte, ganz eng. Und deine Arme bleiben offen. Du darfst jetzt langsam deine Knie zur rechten Seite ablegen und entspannen und loslassen. Dabei dehnst du ganz toll in deine Gesäßmuskulatur. Die Beine fallen nach unten. Spüre, wie die Muskulatur langgezogen wird, gedehnt wird. Mit dem Einatmen roll den Kopf zurück in die Mitte, heb die Knie an, löst dein linkes Bein und wechsel zum rechten. Nimm das rechte Bein eng übers linke, atme aus, lass die Knie langsam behutsam zu deiner linken Seite fallen, nimm den Blick zu deiner rechten Hand. Auch hier dehnst du in deine Gesäßmuskulatur, auch natürlich in die Beinaußenseite, dein Rumpf wird etwas gedehnt. Lass los. Entspann dich. Einatmen, roll den Kopf zurück, heb langsam die Knie hier wieder an. Und dann kannst du dich an einem Bein festhalten, dich aufrichten und noch einmal in den Vierfüßerstand kommen. Im Vierfüßerstand öffne nochmal ein bisschen die Knie, bring die Füße etwas zusammen und schieb dich nochmal nach hinten tief. Wander jetzt an deinen weitesten Punkt nach vorne und spüre auch hier wieder die Dehnung über die Gesäßmuskulatur und in den unteren Rücken. Der untere Rücken ist immer bei den Po-Übungen dabei, deswegen ist es schön, wenn er jetzt mitgedehnt wird. Letztes Mal atme ganz tief ein, noch tiefer aus. Dann wander langsam zurück, bis du oben angekommen bist. Das war dein Kurzprogramm für einen knackigen Popo. Ich hoffe, du hattest ganz viel Spaß.